Schwangerschaftshormon, diese Globuli, dass die sich, die werden in anderen Diäten auch in Tropfenform gegeben, dass die sich natürlich möglicherweise doch schon auf den Hormonhaushalt weiblich auswirken. Das finde ich persönlich aus medizinischer Sicht unverantwortlich. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she says, everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't guess. Did I have to make this mess when I was Mary's friend? Suddenly the heavens. Everything I ever say, whether it's good or bad, comes from my heart. Yeah. And if it's wrong, then, you know, God ain't finished with me yet. Let him check me. You know what I'm saying? But I'm going to say it as it comes from my heart, because that's what we need. Obviously, when, you know, I seen all of that. I seen the crack babies, all of that. So nothing America can show me, nothing these critics, nothing nobody can show me to back me down. All I have is my heart. You know what I mean? Don't take that. My heart, my dignity, and my honor. That's all I got. That's Tupac. Don't take that from me. Ain't nobody taking nothing from me. Them dudes that took the jewelry, all of that was insured. I got more now. Everything that they took, I got back. But better. You know what I mean? Everything. If I crash my car, I got a new car. Somebody take something from me and something else. I'm a survivor forever. I will never stop. Until God take me up off of this, I'm going to always move forward. I will always be here. Until somebody take me off this planet, I'm going to always move forward. I ain't no quitter. Can't nobody stop.
Welche Aufgabe im Betrieb hat der Mensch und welche Aufgabe hat die Technik? Und in das Design unserer Anlagen ist eingebaut, dass der Mensch Fehler macht. Das ist klar, jeder von uns macht Fehler, im Durchschnitt 10 Stück pro Stunde, beim Autofahren allemal. Und das kann in der Kerntechnik natürlich auch von Schaden sein. So, deshalb sind die Anlagen so gebaut, dass Entscheidungen, wo die Lage möglicherweise unklar ist, von der Automatik getroffen werden. Das heißt, unsere Anlagen müssen nachweisen, dass sie die ersten 30 Minuten einer jeden denkbaren Störsituation alle Entscheidungen autark und automatisch treffen. Die Überlegung ist, dass der Mensch sich zurücknimmt, eine halbe Stunde analysiert, was ist abgelaufen, aber es wird von ihm nicht verlangt, dass er eingreift. Schlagen ohne Probleme in die Kruste ein und schaffen kilometerweite Lavameere und Seen. Allerdings fallen diese kleinen Kieselsteine nicht so oft. Interessanterweise kommen die meisten von ihnen nicht aus der Tiefe des Weltalls, sondern aus der Erdnähe. Zu dieser Zeit dreht sich ein ganzer Schwarm von Trümmern um unseren Planeten. Der resultiert aus der Kollision zwischen Erde und Theia, dank dem sich unser Mond gebildet hat. Es gibt so viele kosmische Steine und schwebende Trümmerteilchen. Unser Planet gleicht dem heutigen Saturn. Es gibt zwei Ringe. Der erste ist zwischen der Erde und dem Mond und der zweite ist hinter dem Mond. Das wirkliche Bombardement beginnt für die junge Erde recht bald. Nach etwa 300 Millionen Jahren wird etwas Mysteriöses im weit entfernten Teil des Sonnensystems passieren, was dazu führt, dass die Gasriesen beginnen, Veränderungen in ihren Umlaufbahnen vorzunehmen, wodurch ein komplettes Gravitationschaos um die lokalen Asteroiden und Kometen entsteht und so viele von ihnen in den inneren Teil des Sonnensystems katapultiert werden, direkt zu Mars, Erde, Venus und Merkur. Jetzt entstehen die meisten Krater, die wir bis heute auf dem Mond und den inneren Planeten sehen können. Heute nennen wir diese Zeit großes Bombardement. Übrigens ist der Mond für die neue Erde riesig und unglaublich hell. Nach seiner Entstehung war er 6,5 Mal näher an der Erde als heute. Seine Oberfläche besteht komplett aus geschmolzener Lava. Felsen gibt es nicht. Unser Trabant leuchtet wie eine riesige Laterne auf die Erde. Und seine Schwerkraft beeinflusst unseren Planeten 25 Mal stärker. Die Baby-Erde dreht sich um ihre eigene Achse nicht in 24 Stunden, sondern in nur 6. Deshalb sind Lavagezeiten 25 Mal stärker als unsere heutigen Meeresgezeiten und sie kommen alle 3 Stunden. Der Mond schiebt die Lava buchstäblich 25 Mal stärker. Die Babyerde dreht sich um ihre eigene Achse nicht in 24 Stunden, sondern in nur 6. Deshalb sind Lavagezeiten 25 Mal stärker als unsere heutigen Meeresgezeiten und sie kommen alle 3 Stunden. Der Mond schiebt die Lava buchstäblich über die Erdoberfläche. Der riesige Mond ist nicht das einzige am Firmament der jungen Erde. Der frühe Sternenhimmel ist etwas ganz anderes. Du weißt ja, dass sich die Sterne langsam über den Himmel bewegen. Die meisten unserer sichtbaren Sterne gab es vor 4 Milliarden Jahren aber nicht. Für die frühe Erde scheinen 2 sehr helle Punkte am Himmel. Die Planeten Jupiter und Saturn. Die innenliegenden Gesteinsplaneten bleiben nicht lange so geschmolzen. Jupiter und Saturn dagegen bestehen aus Gas, das sich viel leichter erhitzt und seine Temperatur viel länger hält. Das liegt an den heißen Kernen der Gasriesen und an ihren unglaublichen Massen. Am Ende der Entstehung der Erde war Jupiter 5000 Grad heiß und Saturn 3000. Das bedeutet, dass es sich technisch gesehen nicht um Gasriesen handelte, sondern um riesige Plasmaplaneten. Und Jupiter zog fast mit den in ihrer Leuchtkraft schwächsten Sternen mit. Sogar die Sonne war anders. Unser Stern ist ja vergänglich und jedes Jahr leuchtet er heller und heller. Vor 4,5 Milliarden Jahren schien die Sonne so 30% schwächer. Die hohe Temperatur auf der neugeborenen Erde wird durch Treibhausgase verursacht. Tatsächlich besteht fast die gesamte Erdatmosphäre aus nur einem Gas mit einem unglaublich starken Treibhauseffekt. Methan. Versuchst du es einzuatmen, bist du in einer Minute tot. In den nächsten 2 Milliarden Jahren wird Leben in den Ozeanen entstehen und die Atmosphäre wird mit Sauerstoff angereichert, die mit dem Methan reagiert und Kohlendioxid und Wasser erzeugt. Der Treibhauseffekt des Kohlendioxids reicht nicht aus, um die Hitze aufrechtzuerhalten und der Methananteil sinkt so weit, dass er keinen Einfluss mehr hat.
Die Erde kühlt sich ab und die längste Eiszeit in unserer Geschichte beginnt. Die paläoproterozoische Vereisung. Der Planet ist nun vollständig mit Eis bedeckt. Das bleibt auch so für 300 Millionen Jahre, bis am Ende die wärmende Sonne das Eis aufbricht. Eine unglaubliche tektonische Aktivität hält die neue Erde in Atem. Der Erdmantel ist fast 3000 Grad heiß. Die Kontinente bewegen sich nicht wie heute nur wenige Millimeter pro Jahr. Das Durchschnittstempo liegt bei 10 Metern pro Jahr. Riesige Gebirge wachsen in nur wenigen Jahrzehnten. Vulkaneruptionen erzeugen Lavaströme, die sich in Tausende von Kilometern und alle Richtungen erstrecken. Millionen Tonnen giftiger Gase werden in die Atmosphäre geschossen. Erdbeben verursachen Lava-Tsunamis, die die Erde mehrmals umkreisen. Wasser-Tsunamis gibt es noch lange nicht, weil auf der roten, heißen und jungen Erde flüssiges Wasser sofort verdunstet. Und es bleibt heiß, noch sehr, sehr lange, wegen der Treibhausgase. 300 Millionen Jahre später, nach dem großen Bombardement, bringen Eiskometen schließlich Wasser auf die Erde. Die junge Erde ist so anders als die gute alte Erde von heute mit ihren ruhigen Meeren und Ozeanen und ihrem sanften Begleiter, dem Mond. Wenn man unvorbereitet auf die neugeborene Erde reisen würde, gibt es keine Überlebenschance. Nur eine sorgfältig trainierte Gruppe mit perfekter Ausrüstung und weitreichendem Wissen könnte auf der frühen Erde vielleicht ein paar Tage überleben. Aber selbst das wäre nicht sicher. Das von der 30-Jährigen, weil sie stolz auf ihn ist. Und er ist so süß, sie. Und ich will das mit der Welt teilen. So, das ist halt so ein Süß-Faktor, wenn ein Kind drauf ist oder wenn Baby-Welpe drauf ist. Man kriegt mehr Likes, ja. A world of peace, a world of hope, not full of violence, crime and dope. I want all that's bad to be stopped in its tracks. I want all that's good and filled with all that it lacks. I need this world to become quiet and calm. I need all the innocent kept safe from harm. I pray that the day will soon be here. I pray all will be protected, all we hold dear. No more starving, illness, or war. Let's step on through. Open the door.
for a fresh beginning, a place of joy, a wish for every girl and every boy. May the earth heal and feel safe once more. May it start afresh and forget all the horror and the bore. Let it begin step by step. Let the change commence. Let's wake up and use our common sense. Mother Earth is in pain and struggles each day. Let's all start to help her heal. Take the hurt away. I wish my dreams would come true, that we can start to save this world. Make it good for me and you. Let us learn from all our mistakes. Show more care and kindness. To show respect for all living things. To be grateful for what all this earth brings. There's beauty under all the bad. There's joy under all that sad. We need to find that space, that key. We need to act now. Open our eyes and see. We have but one home. A land for all. For each living thing that flies, walks and crawls. We have to learn to share, to care. It's time to stop the horror. Come on, do you dare? Das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist schon immer in der Schule so. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Dann ist sogar auch unsere Lehre froh. Dann kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind die Feiten, keine sagt mir, du sei still. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es auf der Welt zu sein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein.
Hello. Thank you.